bei Ihnen lag ein Bauchbruch vor, der zurückzuführen ist wohl auf eine vorangegangene Operation. Ich nehme an, dass der irgendwann mal eine Darmverdrehung, Verschlingung hatte und im Zuge dessen operiert werden musste. Und als Folge, als Komplikation der Operation ist eben dieser Bauchbruch aufgetreten. Was etwas ungewöhnlich ist, dass das über die ganze Länge entstanden ist und dass eben ein sehr großer Bauchbruch mit Ulzeration der Haut vorlag. Ja, in der Größe und bei dem Vernarbungsgrad und zusätzlich bestanden da Verwachsungen zwischen dem Netz und eben des Bruchsackes, ist dann schon etwas aufwendiger. Momentan geht es ihm gut, also er ist sicherlich schmerzfrei, weil er auch entsprechende Medikamente bekommen hat und er hat natürlich diesen Druck, der auf diesem Bauch lastete, entfernt bekommen. Großer, der Dicker, der nächste Hilfedeffer. Jetzt muss er praktisch ruhen, immer wieder gehen und nach, peu à peu, dass das gesteigert wird. Darum haben wir diesen großen Gurt, der ist extra von Amerika gekommen. Für so ein großes Pferd haben sie noch nicht da gehabt und somit kann man den stabilisieren, das Ganze.